Hallo. Bevor Bibi Eva vorstellt und Eva dann ihren Vortrag hält, wollte ich noch kurz auf den Streik der studentisch Beschäftigten hinweisen, die für eine Lohnerhöhung seit 17 Jahren kämpfen und für eine die Dynamisierung der Lohnsteigerung. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung heute stattfindet, weil das eben keine universitär institutionalisierte Veranstaltung ist, sondern dass praktisch die AG in ihrer Freizeit organisiert hat. Und wir möchten uns mit dem Streik solidarisieren und euch auch aufrufen, dasselbe zu tun. Ihr könnt euch gerne Frau Kunst eine Beschwerdemail schreiben, wo drin steht, was alles bei euch ausfällt. Das würde dem Streik sehr helfen. Und wenn euch nichts einfällt, was ihr schreiben könnt, es gibt auch Vorlagen auf der TV-Stutz-Seite. genau. Demo. Genau. Achso, und Demo. Es gibt eine Demo am Donnerstag um 16 Uhr, am 15 Uhr, die fängt am Leopoldplatz an. Da könnt ihr auch gerne mitkommen. So, und die Vorlagen findet man unter, wenn man TV Stutt und Dampf googelt, dann kommen die Vorlagen. Dampf nach oben. Ja. Genau, also ich würde dann jetzt kurz unsere Vortragende Eva von Redeker vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Lehrstuhl für praktische Philosophie und Sozialphilosophie und stellvertretende Direktorin des neu vom Lehrstuhl gegründeten Center for Humanities and Social Change. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen irgendwo zwischen kritischer Theorie und feministischer Philosophie. Surprise. Sie interessiert sich unter anderem für Revolution und sozialen Wandel, Eigentum, Propertisierung und Verdinglichung sowie Geschlecht und Sexualität. Ganz kurzer Werbeblock. Diesen Sommer wird eine überarbeitete Version von Evas Dissertation bei Campus veröffentlicht unter dem Titel Praxis und Revolution, in der sie eine Theorie radikalen sozialen Wandels, die Revolution nicht als plötzlich eintretenden, alles umwerfenden Umsturz, sondern als andauernden und auch alltäglichen Prozess versteht. Genau. Im Rahmen dieser Vorlesungsreihe fand ich es irgendwie wichtig zu erwähnen, dass Evas Lehre für viele Philosophiestudierende an der HU im Moment die einzige Gelegenheit ist, sich im Studium in Form von Seminaren und Hausarbeiten intensiv und vor allem aber auch regelmäßig mit feministischer Philosophie auseinanderzusetzen. Ja. aus diesem Grund ist Ihre Lehre für viele von uns ein elementarer Bestandteil von unserem Studium und ja, wie ihr merkt, ich bin ein Fan, aber ich bin nicht die Einzige. Was man unter anderem daran merkt, dass Ihre Seminare oft irgendwie, dass da irgendwie oft über 100 Leute drin sitzen und genau, das ist nur einer von sehr vielen Hinweisen dafür, dass wir hier am Institut und eigentlich überall mehr feministische Philosophie brauchen und wollen. Genau, und weil Eva das ähnlich sieht, hat sie uns auch von Anfang an unterstützt mit unserer AG und dafür sind wir ihr sehr dankbar und wir freuen uns auch sehr darüber, dass sie heute hier ist, um uns was über Geschlecht als Problematisierungseffekt zu erzählen. Danke. Ja, ganz lieben Dank für die nette Vorstellung und hört man mich hinten laut genug oder soll ich hier nicht mehr so ranlehnen? Ihr müsst einfach winken, wenn das nicht ankommt. Danke, dass ihr das organisiert an die AG. Ich finde es total großartig, dass der ganze Zyklus hier stattfindet, das Semester lang, und ich es nicht mal organisieren muss. Ich hab mir mit dem Vortrag ein bisschen insofern in den Fuß geschossen, als ich normalerweise nie Zeit habe, meine Vorträge aufzuschreiben, aber weil ich das jetzt wirklich mal aufschreiben wollte, habe ich das gemacht und dann in der Mitte die Sprache gewechselt. Deswegen, weil ich dann gecheckt habe, dass dass ich das auf Englisch einreichen werde. Ich lese, was ich sonst auch selten tue, die erste Hälfte auf Deutsch vor und dann, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich falle eh fast in Ohnmacht, lese ich auf Englisch weiter, aber wahrscheinlich werde ich einfach frei auf Deutsch weitersprechen. Und ich versuche dabei auch auf die Zeit zu achten. Mari Mikula hat als jemand, die sich in der Debatte eigentlich mit am besten auskennt, jüngst vehement gefordert, dass wir die Gender-Debatte hinter uns lassen. Innerhalb der Philosophie. Das halte ich in gewisser Weise für ein richtiges Plädoyer. Ein solcher Fortschritt weg von einer alten, überholten Debatte scheint mir aber
dann besonders produktiv, wenn man dem Vorigen nicht einfach nur den Rücken zukehrt, sondern es an den geführten Debatten geschult noch einmal neu in den Blick nimmt. Viele der sehr schnell und undifferenziert als essentialistisch verworfenen Positionen in der Gender-Debatte sind nämlich nur dann falsch, wenn wir sie als universale Definitionen von Weiblichkeit auffassen. Und dieses Projekt, also sowas zu finden, eine universale Definition von Weiblichkeit, oder auch dagegen immer wieder anzudekonstruieren, dass sich sowas eben gar nicht finden lässt, die scheint mir in der Tat, wie Mari sagt, hinreichend geführt, wenn nicht erschöpft. Mir geht es im Folgenden aber um was anderes, nämlich um eine Debatte, die ich jetzt mal, weil es nahe liegt, die einer kritischen Theorie von Geschlecht nenne. Eine Debatte, der es darum geht, die spezifische Unterdrückungsform moderner, westlicher und bürgerlicher Geschlechterverhältnisse zu verstehen, also eben gerade keine universale Theorie zu formulieren. Und im Rahmen dieser Überlegung scheinen mir einige der hoffnungslos veralteten Patriarchatstheorien doch große Berücksichtigung zu verdienen. Keine allerdings, so werde ich gleich weiter ausführen, erfüllt die Ansprüche einer kritischen Theorie von Geschlecht gänzlich. Also good news, there's work to do. Als kritische Theorien von Geschlecht betrachte ich Ansätze, die sich nicht nur auf die Definition oder Ontologie von Gender beziehen, sondern auch die historische Genese, die soziale Funktion und den normativen Status der Geschlechterordnung erhellen. Und ich sollte vielleicht auch noch eingrenzen, dass es mir dabei eigentlich immer nur um soziale kritische Theorien oder kritische Sozialtheorien geht, also nicht um solche, die zum Beispiel wie Nancy Chodorow oder andere psychoanalytische Theorien die Geschlechteridentitäten ausschließlich im Rekurs auf Familienkonstellationen herleiten, sondern mich interessieren sozusagen Ansätze, die im Sinne einer kritischen Theorie der Gesellschaft die Genese und Funktion von Geschlecht erhellen können. Und das Feld solcher kritischen Sozialtheorien von Geschlecht, denke ich, lässt sich ganz grob in drei Varianten unterteilen, oder ich komme gleich dazu, vielleicht eher zweieinhalb. Nämlich materialistische Ausbeutungs-, sexuelle Verdinglichungs- und kulturalistische Normalisierungstheorien. Die materialistischen Ausbeutungstheorien von Geschlecht, die sich auch als marxistischer oder sozialer Reproduktionsfeminismus bezeichnen lassen, führen das moderne Geschlechterverhältnis auf die Positionierung in der Arbeitsteilung oder spezifischer im kapitalistischen Wertschöpfungsprozess zurück. Wenn die Mehrwertakkumulation, also das Produzieren profitabler Waren mit gekaufter Arbeitskraft, das Bewegungsgesetz der ganzen kapitalistischen Gesellschaft ausmacht, dann kann die untergeordnete Rolle der Frauen nicht einfach nur ein Relikt der feudalen Vergangenheit sein im Lichte dieser Theorien, sondern sie muss eine Rolle innerhalb der modernen Funktionsweise erfüllen. Das liegt umso näher, wenn man sich klar macht, dass eigentlich sowohl die Stellung als auch die Abwertung der Frauen eigentlich und auch die materielle Ressourcenausstattung eigentlich schlechter war in der Moderne, als in vieler Hinsicht in der Frühmoderne war. Frauen wurden zwar auch in der Vormoderne als minderwertig und aufgefasst, aber nicht als von Männern grundverschieden. Sie hatten begrenzte Besitz- und Berufsrechte. Sie konnten in gewissen Formen, also Kloster, Beginengemeinschaften, separatistische Lebensformen entwickeln. Und man braucht deshalb eine These, die spezifisch sagt, warum wir mit dieser Form der modernen Geschlechterhierarchie konfrontiert sind. Materialistische Feministinnen, also zum Beispiel Barbara Ehrenreich, Nancy Fraser, Eliza Ratzke, Christine Delphi, in Deutschland Frigga Haug und Roswitha Scholz, vertreten die These, dass die Geschlechterpolarität mit der Sphärentrennung zwischen privatem Reproduktions- und öffentlich-geschäftlichem Produktionsraum einhergeht und dass die Unterdrückung von Frauen funktional und notwendig für den Produktionsprozess ist. Es ist nämlich nur deshalb, so das Argument, profitabel mit gekaufter Arbeitskraft Waren herzustellen, weil die Herstellungskosten dieser Arbeitskraft kaum zu Buche schlagen. Die Frauen leisten die Reproduktionsarbeit nämlich unentgeltlich. Sie gebären, füttern und trösten große und kleine Arbeiter umsonst. Diese Arbeitsteilung wurde zum Teil gewaltsam durchgesetzt. Etwa zum Beispiel durch Verbote von Stillpausen oder überhaupt Verbote der Anwesenheit von Kindern in Fabriken. Und sozusagen, wenn man die Kinder nicht mehr mitnehmen kann, muss man sich entscheiden, ob man in die Fabrik geht oder sich um die Kinder kümmert. Sie wurde aber überwiegend durch die Ideologie einer bestimmten Weiblichkeit stabilisiert, die die Reproduktionstätigkeit statt als Arbeit als Ausdruck der weiblichen Natur und Neigung definiert.
So, you call it love, I call it service. Diese Theorie ist materialistisch oder marxistisch, weil sie auf die Produktionsweise rekurriert. Und sie ist eine Ausbeutungstheorie, weil ihr als Kern der Unterdrückung von Frauen die Aneignung ihrer unbezahlten Arbeit gilt. Sie erklärt die Entstehung moderner Geschlechterverhältnisse und sie kritisiert sie eben aus der Funktion im Wertschöpfungsprozess. Also was ich eben genannt hatte, dass die Genese, die Funktion und der normative Status geklärt werden müssen, das würde ich sagen, passiert hier. Die Frage ist, ob es auf überzeugende Weise passiert. Diese Perspektive ist nämlich vielfach als reduktionistisch zurückgewiesen worden. Denn sie suggeriert, dass mit der Abschaffung des Kapitalismus die Frauenfrage miterledigt wäre und sie bagatellisiert auch, wie weitreichend die Aneignungsansprüche sind, die sich auf Frauen richten. Schließlich geht es im modernen Geschlechterverhältnis nicht nur um Haushaltsführung, sondern um die sexuelle Verfügbarkeit weiblicher Körper. Zudem scheint der marxistische Feminismus nur sehr begrenzt Ressourcen zu haben, um Homo- und Transphobie zu erklären. Warum sollten nicht einzelnen Individuen erlaubt sein, die Seiten in der Reproduktionsordnung zu wechseln? Eigentlich gibt es innerhalb dieser Theorie keine guten Antworten darauf. Gerade im letzten Jahrzehnt hat sich schließlich mit dem Strukturwandel des Kapitalismus die Erklärkraft des klassisch-marxistisch-feministischen Ansatzes weiter verringert. Denn der Kapitalismus kann offenbar auch hervorragend Wertschöpfung betreiben, wenn sämtliche Geschlechter in den Produktionsprozess eingegliedert sind. Zu geringeren Löhnen, zu prekäreren Beschäftigungsbedingungen und der Reproduktionssektor selbst kann vermarktlicht werden. Wie erklärt man aber dann den weiter persistenten Sexismus? Dies fällt Ansätzen, die die Unterdrückung von Frauen ohnehin als Selbstzweck oder als Zweck eben der Geschlechterordnung auffassen, viel leichter. Wir brauchen ja gar nicht auf einen externen Zweck zu rekurrieren. McKinnons sexuelle Verdinglichungstheorie geht zum Beispiel davon aus, dass die Funktion moderner Geschlechteridentitäten genau gerade sei und nichts anderes sei, als Frauen einen Charakter aufzuprägen, der sie für männliche Lust verfügbar hält. Gender ist somit ein Effekt, ein verdinglichter Niederschlag von als Herrschaft verfasster Sexualität. Es ist fraglich, ob wir es bei diesem Ansatz überhaupt mit einer kritischen Theorie von Geschlecht, eben von mir eingangs skizzierten Sinn zu tun haben. Deswegen meinte ich, es sind 2,5 Ansätze. Also nicht, dass das nicht kritisch wäre, das ist es allemal, aber die Genese von dieser Ordnung der Sexualität, die McKinnon, obwohl ihr das immer vorgeworfen wird, zwar nicht für ewig hält, aber die sie trotzdem in ihren Entstehungsbedingungen überhaupt nicht erhellen kann. Also die Verdinglichungstheorie sagt, in dieser sexuellen Ordnung haben wir diese Geschlechter, die ermöglichen, dass die Ausbeutung passiert. Aber sie kann nichts darüber sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und das scheint mir in dem Moment auch ein noch größeres Problem zu sein, wenn man sich sagt, dass es doch irgendwie erstaunlich ist, selbst wenn man ihr schenkt, dass Männer jetzt so seien, kann man es ja nicht für selbstverständlich geben, dass sie immer, also muss man ja trotzdem fragen, wie sie so geworden sind. Und man könnte darüber erstaunt sein, dass diese Art von Verfügung über Frauen und diese Art von herrschaftsförmiger Verdinglichung eigentlich überhaupt Lust bereiten soll. Also das kann man sozusagen ja nicht unterstellen. Auch das muss man ja erklären. Das ist ja eigentlich total absurd. Genau, zusätzlich unterstellt McKinnon in dem ganzen Ansatz eine komplette Uniformität des Geschlechterverhältnisses, also eben doch die Universalisierung, was also ist auch breit diskutiert worden, aber was ein Problem für ihre Position darstellt, was sie, glaube ich, mit ihren Ressourcen auch schlecht adressieren kann. Also da gibt es wenig Material, um dem zu entgegnen. Genau, und während, also McKinnon-Kritik ist irgendwie immer so leicht, es macht das ein bisschen verdächtig, weil ich glaube, man muss schon darauf hinweisen, oder es muss einen schon stutzig machen, wie sehr nach Jahrzehnten von intersektionaler und queerer McKinnon-Kritik wir eigentlich im Moment doch wieder genau diese McKinnon-Themen auf der Agenda haben. Also Belästigung, Rape Culture, mediale Inszenierung verdinglichter Geschlechteridentitäten. Also mit dem Zeug haben, also man kann nicht auch sagen, es sind auch die falschen Themen, aber irgendwie haben wir mit den Themen immer noch zu tun. Und ich glaube, selbst wenn das vielleicht nicht dafür spricht, dass McKinnons Theorie stimmt, spricht es dafür, dass es da so bestimmte Aspekte gibt, die von den anderen gängigen Theorien schlecht erfasst werden oder wo die Lücken aufweisen. Dem Reduktionismus der marxistischen und dem Uniformismus der heterosexuelle Herrschaftstheorie entgehen kulturalistische Theorien, und das ist jetzt mein dritter
am Ansatz. Allein schon deshalb, weil sie methodisch in Anlehnung an Foucault auf aufsteigende Analyse verpflichtet sind. Also sie gehen von Multiplizität aus und Vereinheitlichung oder Uniformität stellen ihnen eigentlich gerade das Überraschende oder das zu Erklärende dar. Die Erklärungen haben nie die Form eines Ursprungs oder einer Funktion in den kulturalistischen Ansätzen. Vereinheitlichungseffekte, wie eben zum Beispiel die Durchsetzung einer bestimmten bürgerlich-heteronormativen Geschlechterordnung als hegemonial, werden dabei über Prozesse der Normalisierung erklärt. Also wenn wir die marxistische Ausbeutungstheorie auf der einen Seite haben, haben wir die kulturalistische Normalisierungstheorie auf der anderen. Normalisierungstheorien gehen immer davon aus, dass gesellschaftliche Praxis durch die Bank über kontingente Normen vermittelt ist. Solche Normierungen werden aber manchmal zu sogenannten Normalisierungen, und zwar dann, wenn sie sich auf eine Art verfestigen, die sie unumkehrbar und unverfügbar machen und die Alternativen oder Ausnahmen zum Abnormalen deklarieren. Und als solches, als Abnormales, dienen diese Abweichungen dann abermals zur Stabilisierung der Normen. Denn das Abnormale wird bestraft und seine Unmöglichkeit wird immer wieder exemplarisch statuiert. Die Form der Unterdrückung ist hier also nicht als Ausbeutung konzipiert, sondern als Exklusion oder Auslöschung. Normalisierungsansätze können mit breiten und komplexen Geschichten der Genese der modernen Geschlechterordnung aufwarten. Also Butler ist genau die das nicht liefert, aber letztlich, also die ganzen historisch informierten Gender Studies machen das Tag ein, Tag aus. Eins der tollsten Bücher finde ich immer noch Claudia Honeggers, Die Ordnung der Geschlechter, also sozusagen eine wissenssoziologische Studie oder medizinhistorische Studie über die Ausbildung der modernen polaren Geschlechteridentitäten. Die soziale Funktion der in dieser Normalisierung geronnenen Hierarchie ist dabei aber sehr selbstreferenziell konzipiert. Die Asymmetrien und Ausgrenzungen dienen zur Stabilisierung eben der hegemonialen Identitäten. Judith Butler unternimmt weitreichende Versuche, diese postulierte dekonstruktivistische Logik, also die Idee, dass man immer ein Außen braucht, was man auch unterdrückt, um überhaupt irgendeine Identität postulieren zu können. Also diese dekonstruktivistische Logik versucht Butler anerkennungstheoretisch und psychoanalytisch in verschiedener Weise auszubuchstabieren. Dennoch würde ich sagen, dass der Ansatz in bestimmter Weise explanatorisch unergiebig bleibt. Warum genau Vereinheitlichung diesen Inhalts? Und warum überhaupt die Form der Vereinheitlichung? Warum das darüber kann eigentlich oder darauf kann eigentlich nicht mehr reflektiert werden? Und das scheint mir ein größeres Problem als das, was so viel diskutiert ist und gerade auch zu so einem Umschlag ins andere Extrem mit dem neuen Materialismus geführt hat, nämlich der vielfach geäußerte Vorwurf, dass diese kulturalistischen Butlerschen Ansätze irgendwie ein Materialismusdefizit hätten. Der scheint mir gar nicht so weitreichend, denn wenn man damit meint, dass diese Normalisierungstheorien nicht von Stofflichkeit sprechen, dann stimmt das nicht, erstens, also tun sie. Und zweitens ist diese Art von Materiebeschwörung selbst, wenn überhaupt, dann eher ein ziemlich kruder Materialismus. Vielmehr scheint mir, also wenn man ein Materialismusdefizit ausmachen will, scheint mir das eher darin zu liegen, dass wir eine Entkopplung der normativen Ebene und dieser Normierung von gesamtgesellschaftlichen Reproduktionslogiken haben, die eben, also die Normalisierungstheorien als kritische Theorien von Geschlecht letztlich unterbestimmt bleiben lassen. Was ich jetzt im Folgenden machen will, ist, dass ich versuche, eine Art Missing Link zwischen kulturalistischen und materialistischen Positionen freizulegen, der ermöglichen soll, eine umfassendere Theorie von Geschlecht zu formulieren. Das fehlende Motiv, das können sicherlich einige schon raten, bildet die moderne Eigentumsform. Wir können, so meine These, die moderne Geschlechterordnung nur richtig verstehen, wenn wir sie als Sachherrschaft rekonstruieren und ihre Pole, also die modernen Gender-Identitäten, als Verdinglichungseffekt. Als Verdinglichungseffekt propertisierter, das heißt eigentumsförmiger Sozialbeziehungen. Mit dem Stichwort Eigentum ist dann aber zunächst so eine Art Elefant oder ich glaube eher so eine Art Mammut im Raum, nämlich die alte, rohe, englische Variante des materialistischen Feminismus.
Laut Engels koinzidiert die von ihm sogenannte welthistorische Niederlage des weiblichen Geschlechts mit der Einführung des Privateigentums. Sobald die Menschen auf Besitzstandswahrung verfielen, hatten die Männer, und deren Herrschaftsambitionen sind hier eigentlich zirkulär immer schon unterstellt, ein Motiv, Frauen zu unterwerfen. Nur so ließ sich nämlich die Besitzstandswahrung auch über den Tod hinaus sicherstellen. Patrilineare Erbfolge erfordert die Kontrolle der Frauen, damit diese die Nachkommen eines bestimmten Mannes austragen und großziehen. Und das Problem hat man im Matriarchat nicht, aber im Patriarchat hat man das. Die basalste Patriarchatsdefinition lautet deshalb auch, oder so eine Second-Wave-Patriarchatsdefinition lautet, dass es sich beim Patriarchat um männliche Aneignung der weiblichen Reproduktionsfähigkeit handele. Und diese Definition scheint mir gar nicht so schlecht. Wenn man nur lange genug differenziert und historisiert, was männlich, was weiblich, was Reproduktionsfähigkeit, das vor allem, und vor allem, was Aneignung heißen soll. Mit Aufkommen von bürgerlicher Gesellschaft und Bevölkerung haben wir es dabei nämlich nicht mehr mit Logiken zu tun, die sich mit denen analysieren lassen, die innerhalb von Familienclans angeblich bestanden hätten. Und es ist eigentlich eher so, dass man den Engels besser versteht, wenn man sagt, diese ganzen Spekulationen über die Aspirationen prähistorischer Familienväter sind selbst ganz stark eingefärbt von den Rückprojektionen aus seiner bürgerlich-kapitalistischen Gegenwart. Maria Mies und Silvia Federici haben jeweils Studien vorgelegt, die versuchen, patriarchale Akkumulationslogiken in der Entwicklung von Kapitalismus und Kolonialismus zu situieren. Ihre Ansätze sind nachdrücklich intersektional, und zwar nicht nur im Sinne einer Differenzbetonung, sondern in dem viel anspruchsvolleren Sinne, die funktionalen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aneignungs- und Ausbeutungslogiken aufzudecken. Federici konzentriert ihre materialgesättigte Darstellung unter anderem auf die neuzeitliche westeuropäische Hexenverfolgung. Sie analysiert diese als notwendigen Bestandteil einer Enteignung von oben, in deren Zuge die für den Kapitalismus erforderliche Eigentumskonzentration und Subsistenzdeprivation geschaffen wurde. Es bedarf nämlich nicht nur, so Federicis Argumentation, der Einhegung von Almenden, also den Enclosures, um die damit freigesetzten Armen in die Städte und Fabriken zu treiben, sondern auch der Verteufelung und Zerstörung eines räumlich zudem stark auf die Almende angewiesenen weiblichen Erfahrungsschatzes, eines kollektiven Wissens um Reproduktion und auch sowas wie Gemeinschaftszusammenhalt und Kollektivität. Und diese nunmehr der Kontrolle über Reproduktion beraubten Frauen lassen sich dann in die Rolle fügsamer und fürsorglicher Hausfrauen zwingen. Damit haben wir einerseits bei Federici eine Neudeutung dessen, was bei Marx als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet wird, und die These, die auch schon Kropotkin und Rosa Luxemburg vertreten haben, dass nämlich dieser Ursprung des Kapitalismus nicht ein roher, primitiver Auftakt war und dann nachher das kapitalistische System sozusagen autopoetisch sich aus sich selbst reproduziert, sondern dass es eine anhaltende Dimension kapitalistischer Akkumulation sei, dass irgendwo immer auch geraubt werden muss, damit anderswo profitabel produziert werden kann. Also, oder anders, es gibt nicht nur Ausbeutung, sondern auch immer weiter Beute. Oder ich finde es immer am allerschönsten, bei Peter Weiß heißt das die Plünderung des Menschen durch den Menschen. Also die lebt fort bis in die Gegenwart. Die zweite These, auf die Federicis Darstellung zusteuert und die sie aber eigentlich nur so ganz beiläufig einmal erwähnt und dann nicht weiter ausbaut, also was auch kein Wunder ist, weil sie eben nicht philosophische Begriffsarbeit macht, sondern eine historische Darstellung, ist eine Diagnose über die Logik des modernen Geschlechterverhältnisses, nachdem diese ganzen Enteignungen und Umstrukturierungen geschehen sind. Am Ende von Almende, Einhegung und Hexenverfolgung, so Federici, hätten nämlich bürgerliche Frauen selbst den Status, einen ähnlichen Status wie das Privateigentum angenommen, während Arbeiterinnen und arme, unverheiratete Frauen eine Art neuer oder Ersatzalmende darstellen. Also sie sind sozusagen allgemein verfügbare Ressourcen zur Regeneration und Reproduktion. Federicis Buch ist, finde ich, total beeindruckend und auch manchmal vielleicht ein bisschen zu effektiv da drin, die Tendenzen, die sie sehen will, auch so durch Materialanordnung zu erzeugen. Deswegen würde ich sagen, meine nachfolgenden begrifflichen Überlegungen sind eigentlich nicht direkt abhängig davon, dass ihre Darstellung stimmt. Es ist nur so, wenn das alles nicht stimmt, nicht mal in großen Linien, dann sind die ein bisschen nutzlos. Also dann
glaube ich, habe ich immer noch interessante Begriffe entwickelt, aber die greifen dann nicht mehr besonders viel. Insofern bin ich darauf angewiesen, dass die Historikerinnen da weiter forschen und hoffentlich stellt sich raus, dass einiges stimmt. In einer Hinsicht würde ich sogar aber auch mit meinen, also ich bin ja noch altes Magisterstudium, ne? Ich habe ja auch mal Geschichte studiert, aber in einer Hinsicht, glaube ich, kann man aber auch jetzt schon Federici eine Lücke in ihrer Historisierung nachweisen. Und zwar eine ähnliche Lücke wie die, die ich schon Engels untergeschoben habe. Nämlich, Federici schaut auf die Auswirkungen der Änderungen in der Eigentumsverteilung im 15. und 16. Jahrhundert und interessiert sich vor allem für die Überführung von Gemein- in Privateigentum. Und also hängt dabei, glaube ich, ohne Frage auch so einer gewissen Romantisierung des Gemeineigentums an. So, dass dann ist alles gut. Dabei gerät aber nicht in den Blick, dass die Eigentumsform als solche, also nicht nur die Frage der Verteilung, wer worüber verfügt, sondern auch die Frage der Form, was es überhaupt heißt zu besitzen, nicht in den Blick kommt. Und meine Ausgangsthese wäre, dass sozusagen weder die moderne Geschlechterordnung noch die um sie geführten emanzipatorischen und anti-emanzipatorischen Kämpfe so richtig verstanden werden können, wenn man nicht diese Eigentumsform mit in den Blick nimmt. Und ich meine, eigentlich ist meine These noch viel breiter. Also wenn jemand so nett wäre, mich 5 Jahre in die Bibliothek einzuschließen, dann würde ich so eine kritische Theorie der Moderne als Regime der Sachherrschaft entwickeln. Und das hätte dann neben intersektionalen Herrschaftsbeziehungen auch ganz viel Anschlüsse zu Naturverhältnis und Weltverhältnis. Anyway, aber in dieser Reihe und da die Zeit ja sowieso voranschreitet, will ich nur für die These argumentieren, dass die moderne Geschlechterordnung ein Propertisierungseffekt ist. Das klingt auf Englisch zumindest ein bisschen flüssiger, kann man sagen, Gender is Propertization Effect. Aber ich sage jetzt gleich genug zur Propertisierung, dass danach auch eigentlich auf das Wort nichts mehr ankommt. Wir können das auch irgendwie anders nennen, Vereigentümlichung ist auch nicht so prima. Genau, dass Gender ein Propertisierungseffekt sein soll, bedeutet, dass es in der Eigentumsform bzw. im Verhältnis der Sachherrschaft verankert ist. Zudem ermöglicht es, Gender eine spezifische ideologische Rolle zuzuschreiben. Das ist sozusagen der zweite Teil meiner These. Als Phantombesitz, darüber habe ich hier schon mal ganz viel gesagt, das kommt heute ein bisschen kurz, erlauben die propertisierten Geschlechterverhältnisse nämlich einen Teil, der eigentlich von der modernen Eigentumsordnung ausgeschlossenen, dennoch für diese zu kooptieren. Ich werde das jetzt in 3 Schritten versuchen zu plausibilisieren. Und zwar werde ich erstmal allgemein was über den Begriff der Propertisierung sagen und die Eigentumsform. Und dann werde ich einen sozial-ontologischen Vorschlag dazu machen, was es überhaupt heißen kann, dass so eine soziale Beziehung von einer anderen affiziert ist. Also was behauptet man überhaupt? Und ich versuche ein bisschen praxistheoretisch, sozial-ontologisch das auseinander zu puzzeln. Und dann gibt es drittens einen ganz kurzen Ausblick, in dem ich zu dem gesellschaftstheoretischen Panorama kritischer Theorien zurückkehre und sage, inwiefern das herrschaftsstabilisierend ist. Jetzt muss ich mir noch einmal die Zeit überlegen, weil ich jetzt nicht mehr lese. Ich habe noch eine. Okay. Propertisierung ist eigentlich sogar auch schon im Deutschen genommen gängiger, also gängig, aber es wird benutzt im Deutschen und zwar in rechtsgeschichtlicher und historischer Forschung. Und mit Propertisierung ist gemeint, dass etwas zu Eigentum wird, was vorher kein Eigentum war. Und damit könnte man ja denken, sei einfach gemeint Aneignung. Also bisher hat dieser Stift niemandem gehört, dann finde ich ihn, dann gehört er mir. Stiften klappt das meistens nicht, aber so mit Früchten auf dem Feld oder so im Wald. Bei Locke heißt das, ich mische meine Arbeit mit dem Ding, deswegen kann ich es aneignen. Bei Hegel heißt das, ich lege meinen Willen in die Sache, dann ist sie meine. Genau das ist aber nicht mit Propertisierung gemeint. Dafür hat man den Begriff der Aneignung. Mit Propertisierung ist was gemeint, was in der Aneignung immer schon vorausgesetzt ist, nämlich dass das Ding, das man sich da aneignet, überhaupt von der Art ist, dass es Eigentum werden kann. Und ich meine, sobald etwas Eigentum ist, ist es natürlich retroaktiv irgendwie klar, dass es anscheinend die Art hatte, dass es Eigentum werden konnte. Trotzdem liegen da manchmal
komplexe Prozesse und Jahrhunderte zwischen, bis uns das so selbstverständlich erscheint. Ich kann zum Beispiel Luft oder kleine Kinder auch nicht einfach in Eigentum überführen. Man weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und es scheint, glaube ich, gerade deshalb so ein bisschen komischer, leerer Punkt zu sagen, etwas, es muss erst von einer bestimmten Art sein, damit es Eigentum werden kann, weil wir inzwischen in einer Welt leben, wo eigentlich fast alles eigentumsförmig verfügbar sein kann. Es liegt natürlich daran, dass es fast alles warenförmig verfügbar sein kann. Und in dem Moment, wo etwas eine Ware ist, ist schon vorausgesetzt, dass es auch Eigentum sein kann, sonst funktioniert es gar nicht als Ware. Und deswegen würden sozusagen viele strikte Marxisten auch sagen, deswegen braucht man über Eigentum gar nicht reden, weil es sozusagen immer schon mitgemeint ist mit Ware. Und worauf es mir ankommt, ist zu zeigen, dass es in bestimmten Hinsichten lohnt, auch separat auf die Eigentumsform zu reflektieren. Für bestimmte Fragen. Die Idee, dass die Sache, bevor ich sie mir aneigne, keinen Eigentümer hatte, ist zudem oft auch eigentlich etwas, was eine Art Fiktion der Sieger oder der Plünderer der Geschichte ist. Denn viel öfter ist es der Fall, dass das, was da angeeignet wird, zum Beispiel in den Einhegungen Weideland oder im Kolonialismus Länder, dass das nicht vorher keinen Besitzer hatte, sondern dass das kein mögliches Objekt von Besitz war. Und in dem Moment, wo etwas zu Eigentum gemacht wird, wird es oft auch überhaupt erst als eigentumsförmig oder eigentumshaft postuliert. Man könnte jetzt denken, dass das vielleicht in der Geschichte immer mal wieder so passiert ist und es nichts spezifisch Modernes daran gibt. Und es ist ein interessantes Ergebnis auch sehr junger rechtsgeschichtlicher, ideensgeschichtlicher Forschung, dass tatsächlich die Art und Weise, wie etwas in der Moderne propertisiert wird, also das, was es in der Moderne heißt, den Status von Eigentum anzunehmen, anders ist als zu anderen Zeiten und nicht nur anders ist als im feudalen Mittelalter. Das ist ja irgendwie klar, im Mittelalter gibt es eigentlich immer so ein gar nicht richtig Eigentum, sondern immer nur Leihgaben. Also es gibt immer das Lehen und selbst die reichsten Leute verfügen über etwas, was eigentlich ihnen die Krone und die Krone von Gott sozusagen nur zur Verfügung stellt. Und lange Zeit hatte man die Vorstellung, dass im römischen Recht schon genau dieselbe Eigentumsform wie die moderne geherrscht hat und wie so viele vernünftige Dinge ist es irgendwie im dunklen Mittelalter verschwunden und dann danach wurde es wieder ausgegraben. Und also letztlich, selbst wenn es so wäre, aber interessanterweise ist es eben nicht so. Und ich glaube, ich erspare Ihnen jetzt die franziskanischen Armutsdebatten, obwohl das auch total spannend ist. Also in einem Satz die Idee, dass die Idee dessen, was in der Moderne Eigentum ausmachen sollte, ist schon lange tief im Mittelalter das erste Mal formuliert worden. Und das entscheidende Spezifikum ist nämlich, dass man etwas nicht nur benutzen und andere davon ausschließen, sondern es auch zerstören darf. Und als die Franziskaner sich mit dem Papst um die Armut gestritten haben, hat der Papst denen versucht nachzuweisen, dass weil sie Sachen essen, also weil sie Sachen zerstören, sie offensichtlich auch Sachen besessen haben. Und die wollten immer sagen, nee, wir besitzen nichts und du, böser Papst, lebst so luxuriös. Das war aber eine ganz abgefahrene, in einem kleinen Kontext verhaftete Debatte, in der dieser Begriff des Jus Abutendi, also des Rechts auf Missbrauch, das erste Mal geprägt wurde. Das hat sich überhaupt nicht gesamtgesellschaftlich artikuliert. Das konnte es erst, als dieses Eigentumsverständnis unabdingbar wurde für einen ganz stark intensivierten Handel und für die Art von Eigentumsverhältnisse, die wir brauchen, damit wir sowas wie eine kapitalistische Marktwirtschaft haben. In dem Moment, insofern ist die Warenform und die moderne Eigentumsform entstehen sozusagen gemeinsam und sind aufeinander verwiesen. Denn wenn sie schnell und anonym Dinge verkaufen und tauschen auf dem Markt, dann können sie natürlich gar nicht sicherstellen, wie die behandelt werden. Das ist immer so süß, so in den Kleinanzeigen für Tiere, da steht dann immer, nur in gute Hände abzugeben. Aber das sagt man genau deshalb, weil, also erstens weiß man, dass man schon mit dem Meerschweinchen, dass man weiß nicht, ob das gute Hände sind. Und
im normalen kapitalistischen Markt können Sie natürlich überhaupt nicht sicherstellen, dass die Sachen weiter geschützt sind. Während man in einer nicht rapide auf Austausch ausgelegten mittelalterlichen Wirtschaft mit der Verfügung und der Herrschaft über etwas immer auch die Schutzpflicht hatte. Also wenn Ihnen der König ein Schloss anvertraut und Leibeigene, dann müssen Sie auch auf die aufpassen. Das war paternalistisch, aber das war nicht destruktiv in dem Sinne oder anonym in dem Sinne, wie das moderne Eigentumsverständnis ist. Diese absolute Verfügung über Objekte, die einem eben erlaubt, alles damit zu machen, die ist das Spezifikum des modernen Eigentums und die lässt sich als, also eine Art, das auf den Punkt zu bringen, ist, dass man sagt, das handelt sich um absolute Sachherrschaft. Also Sie haben nicht nur irgendeine Herrschaft über eine Sache, sondern Sie haben die absolute Herrschaft über die Sache. Ich kann das auch zerbrechen. Eine der berühmtesten Formulierungen dafür kommt im 18. Jahrhundert von Blackstone. Das war ein britischer Rechtsgelehrter, der einen Kommentar zum englischen Recht verfasst hat. Blackstone definiert Eigentum als, ich zitiere, die alleinige und despotische Herrschaft, die ein Mensch über die Dinge der äußeren Welt unter Ausschluss der Rechte aller anderen Individuen des Universums beansprucht und ausübt. Das ist irgendwie eine tolle Formulierung und die dramatisiert auch schon so etwas, wovon sich mein normatives Argument auch speist, nämlich dass es ein despotischer und tyrannischer Zugriff ist. Trotzdem muss man hier, glaube ich, vorsichtig sein, dem nicht so sozusagen zu schnell oder zu einseitig in der sozusagen diesen negativen Status zuzusprechen, denn mit dieser Idee des modernen Eigentums als absoluter Verfügung kommt eigentlich auch eine total emanzipative Idee in die Welt. Und derjenige, der das am deutlichsten ausgearbeitet hat, ist Hegel in seiner Philosophie des Rechts, wo er im abstrakten Recht rekonstruiert, wie überhaupt nur darüber, dass wir Eigentum, und zwar genau Eigentum im modernen Sinne, etwas, womit wir machen können, was wir wollen und niemanden anders geht's an, nur weil wir sowas haben, können wir uns überhaupt als frei, und das heißt als Person, erfahren. Das klingt irgendwie abgefahren, aber versuchen Sie mal, sich vorzustellen, dass es nichts mehr gäbe in der Welt, wo Sie einfach machen können, was Sie wollen. Keinen Bereich, mit keinem Ding. Immer muss man irgendwie vorher sich abstimmen oder so. Und ich glaube, man sieht schon, dass ein bestimmter emanzipativer Kern darin, solche, wie Hegel das nennt, Sphären der Willkür zu installieren, eigentlich evident ist. Die Frage ist natürlich nur, wie sind diese Sphären verteilt und worauf beziehen die sich? Und über was verfügen wir auf die Art? Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, auf welche Dinge das besonders verheerend ist, diese Rechte ausgeweitet zu kriegen, will ich mir jetzt im sozusagen nächsten Schritt, das klappt ja ganz gut mit dem 10 Minuten pro Schritt, jetzt in dem zweiten Teil sagen, wie man sich überhaupt im technischen Detail die Übertragung von dieser Form, also wir haben jetzt ungefähr ein Verständnis davon, was diese moderne Eigentumsform ist, und Propertisierung muss heißen, dass ein Objekt diese Form annimmt. Jetzt ist ja aber der Witz, dass, wenn ich hier von Frauen und Geschlecht rede, klarerweise Frauen, anders als schwarze Menschen in der transatlantischen Sklaverei, nie wirklich und vollkommen Eigentum waren. Und sie waren erst recht keine Waren, anders als Sklaven, aber sie waren nicht mal voll Eigentum. Es gibt so ein paar Grenzfälle, aber klarerweise kann die These nicht einfach sein, Frauen sind irgendwann im 18. Jahrhundert Eigentum des Mannes geworden. Deswegen muss man irgendwie mehr dazu sagen, wie man behaupten kann, dass es sowas gibt wie Vereigentümlichung, aber ohne, dass man klar beim Eigentum ankommt. Die Idee dahinter ist, denjenigen von Ihnen, die so klassische Verdinglichungstheorien der kritischen Theorie kennen, vielleicht ganz geläufig. Man kann es ganz gut illustrieren daran, dass zum Beispiel Lukács auch auf eine Art von Verdinglichung geredet hat, wo er davon ausgeht, dass aus der Warenform her verallgemeinernd, dass im modernen, in der kapitalistischen Gesellschaft viele Dinge, die nicht mal Waren sind, trotzdem bestimmte Charakteristika, also Austauschbarkeit, diese Art von Dinghaftigkeit,
dass diese Abgelöstheit, dass das alles, diese ganzen Charakteristika auch auf Aspekte, auf Bereiche übergehen, die gar keine waren sind. Ich entwickle jetzt im Folgenden einen völlig anderen Ansatz als der von Lukács, also die sind sozusagen unabhängig voneinander, es könnte sein, dass Lukács nicht recht hat, aber, oder es kann auch sein, dass ich nicht recht habe. Die schließen sich trotzdem nicht gegenseitig aus und ich glaube, die Idee kann man ganz gut sich daran klar machen, dass ich sowas Ähnliches, wie da aus der Warenform passiert, versuche zu behaupten für die Eigentumsform. Was kann es jetzt aber heißen, dass die Eigentumsform auf etwas übertragen wird, was irgendwie eigentlich gar kein Objekt ist und trotzdem zu so einer Art Objekt wird. Genauso wie in der Verdinglichung Sachen zu Dingen werden oder Personen oder soziale Beziehungen zu Dingen werden, obwohl sie es nicht sind, obwohl sie nie da ankommen. Genau, das habe ich jetzt alles schon. In der neueren Debatte in der feministischen Philosophie hat Sally Haslinger ziemlich produktiv einen Strukturbegriff neu eingeführt, den sie von Sewell hat. Und Sewell hat den von Giddens. Und der ist ziemlich nützlich, um das besser zu beschreiben, was ich mit Eigentum oder mit Propertisierung hier vorhabe. Ich, von wegen des Werbejingles, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich eigentlich finde, dass sozusagen Sewell den Giddens und Sally den Sewell falsch versteht und man hat da so lauter frickelige kleine Kritiken dran. Das erspare ich Ihnen jetzt hier bis auf ein paar Punkte, also die, glaube ich, fürs Argument wichtig sind, kann man dann im August alles im Detail nachlesen. Genau, die Grundidee, in diesem strukturtheoretischen oder strukturierungstheoretischen, wie es meistens genannt wird, von Giddens her Ansatz über die Sozialität und die soziale Welt geredet wird, ist im Vokabular von Strukturen. Und Strukturen werden vorgestellt als Ergebnis perpetuierten Praxishandelns und haben zwei Komponenten. Strukturen haben einerseits Ressourcen, das ist mal so ganz grob das Zeug, woraus die bestehen, und die haben Schemata, das ist die Art und Weise, wie wir dieses Zeug klassifizieren oder die Bedeutung dieses Zeugs. Und Haslinger geht jetzt sehr weit in die Richtung, das zu analogisieren mit einer Form-Stoff-Analogie. Also sie sagt sozusagen, die Ressource, das ist so wie das Material und das Schema, das ist halt die Form von dem Material. So wie es gibt irgendwie, ihr Beispiel ist, glaube ich, immer, es gibt so einen Haufen Bronze und dann die Form Jeanne d'Arc und dann ist es eine Statue von Jeanne d'Arc. Und das scheint mir irreführend zu sein, weil das nämlich von Praxis, was eine Prozesskategorie ist, die überhaupt nur im Vollzug funktioniert und auch nur durch die Wiederholung und durch den Vollzug zu sowas wie Strukturen sich verfestigt, zu statischen sozusagen Phänomenen überwechselt. Und diese klare Unterscheidung in Form und Inhalt, die können wir nur machen, wenn wir es mit statischen Dingen zu tun haben, nicht wenn wir es sozusagen mit menschlicher Praxis im Vollzug zu tun haben. Deswegen scheint es mir eigentlich besser, obwohl ich gerne auch über Ressourcen und Schemata reden würde, diese Schemata nicht so ganz einfach nur als Form zu verstehen, sondern eher, und so macht es auch Giddens selbst, als Regeln. Und das ist dabei immer wittgensteinianisch gemeint, also als Regeln, die sich gar nicht ganz explizieren und ausformulieren lassen, sondern die sowas sind wie die eingeübten Umgangsweisen, die wir eben mit dem Material haben, in Praktiken. Und indem wir sozusagen diesen Regeln folgen und mit Material umgehen, bildet sich sowas raus wie die Konturen des Sozialen und verfestigen sich Strukturen. Ich glaube, diese Regeln muss man auch noch gründlicher bestimmen, als Giddens das tut. Und man kann vielleicht so ganz grob sagen, eigentlich haben wir es in menschlicher Praxis mit drei verschiedenen Typen von Regeln zu tun. Wir haben einmal, wenn wir eine Praxis haben, die definierenden Regeln, die bestimmen, ob ich hier eine Vorlesung halte oder ob wir hier eine Party feiern. Das ist sozusagen das Schema in dem Sinne, was wir überhaupt machen. Und das scheint mir, ist aufgerufen, wenn man Schema nur als Form bestimmt, dann hat man sozusagen die definierenden Regeln. Es gibt in Praxis aber auch sowas wie die konstituierenden Regeln oder die generierenden Regeln, die überhaupt erlauben, das zu tun. Also das verkörperte Wissen, dass man ungefähr
weiß, wie man so schafft, 45 Minuten oder 50 durchzuquatschen und dass man nicht nach 2 Minuten fertig ist oder dass sie sich angewöhnt haben, zuzuhören und Notizen zu machen. All diese Sachen, die auf eine bestimmte Art so viel Know-how erfordern, dass man gar nicht mehr genau weiß, wie man eigentlich die in eine Art Handbuch oder Regelwissen übersetzen könnte, weil wir einfach so macht man das eben. Man hat sich das irgendwie abgeguckt, man hat sich da so eingegroovt. Das wären die praxisgenerierenden Regeln, über die man verfügen können muss, wenn man an der Praxis auch wirklich teilnimmt. Ich kann, wenn ich die praxisdefinierenden Regeln kenne, kann ich die Praxis erkennen. Also ich kann erkennen, ob jemand Klavier spielt, selbst wenn ich selber überhaupt nicht 2 Töne aus dem Klavier rauskriege. Aber selber Klavier spielen kann ich nur, wenn ich auch diese Know-how-Regeln oder das praktische Wissen zur Verfügung habe. Und als dritten Regeltyp würde ich sagen, kann man sowas in Anschlag bringen wie interne oder evaluative Normen. Das ist das, was teleologische Praxistheorien immer besonders überbetonen, nämlich die Idee, dass Praktiken immer sowas sind, was einen bestimmten Zweck verfolgt und was bestimmte Exzellenzstandards hat. Also Sie müssen irgendwas vom Klavierspielen verstehen, damit Sie unterscheiden können, ob jemand das gut oder schlecht macht. Sie müssen davon irgendwie mehr und das kann man nicht entscheiden, ohne irgendwas zu wissen über Klavierspielen. Man kann nicht einfach nur, weil man weiß, was gut und schlecht ist, auf einen Klavierspieler gucken und sagen, der spielt richtig schlecht, sondern Sie müssen irgendwas über die internen Normen dieser Praxis wissen. Genau, und mein Versuch oder im ersten Schritt, der erste Schritt des Versuchs zu plausibilisieren, wie man davon reden kann, dass die Geschlechterbeziehung propertisiert wird, also Eigentumsform annimmt, wäre zu sagen, dass wir es mit einer Übertragung bestimmter Regeln aus der einen Praxis, aus der Praxis des Umgangs mit Eigentums, in eine andere Praxis, also die Praktik des Zusammenlebens zwischen Männern und Frauen, also das Besitzen und das Heiraten, das Benutzen und das Lieben, dass wir es hier mit Übertragung oder Analogisierung zu tun haben. Dazu muss man jetzt natürlich klären, wie das eigentlich passiert. Also wie kann das eigentlich sein? Also warum fließen nicht die ganze Zeit alle Praktiken ineinander? Was muss gegeben sein, damit so eine Praxis eine andere kolonisiert, ist hier irgendwie ein zu dramatisches Wort, aber kapert oder vereinnahmt. Dazu hat Anne Switler, das ist eine Soziologin aus Kalifornien, finde ich, ziemlich nützlichen Vorschlag gemacht. Die hat nämlich den Begriff des Anchoring eingeführt und sagt, also die ist auch Praxistheoretikerin, hat auch so einen breiten Sinne wittgensteinianischen Praxisbegriff, der jedenfalls mit dem, was ich Ihnen eben erzählt habe, kompatibel ist. Und die sagt, wenn wir es mit einer Anchoring-Beziehung zu tun haben, dann gibt es eine bestimmte Praxis, die konstitutiv für eine Reihe anderer Praktiken geworden ist. Und wir verstehen plötzlich nur noch, was diese Reihe anderer Praktiken ist, wenn wir sie rückbinden an diese eine Ankerpraxis. Ich würde sozusagen sagen, man kann das beschreiben, indem die Ressourcen sich decken und die Normen der Ankerpraxis sozusagen rauswachsen und sich auch über die angedockte weitere Praxis erstrecken. Also plötzlich evaluieren wir die Praktiken der Beziehungsführung mit Normen, die eigentlich dem Eigentumsvokabular entnommen sind. Also meine Freundin, das ist eigentlich Eigentumsvokabular. Und gleichzeitig definieren wir oder erkennen wir es nur, wenn es eine Ähnlichkeit oder Abbildbarkeit auf die Grund- oder Ankerpraxis gibt. Und man könnte sogar sagen, man ist, wenn man besitzen kann oder man muss irgendeine Art von Know-how sich schon angeeignet haben der Ankerpraxis, um auch die angedockte, weitere affizierte Praxis erfolgreich ausüben zu können. Also ich meine, es gibt sozusagen ganz viele Diskurse auch über Maskulinität, die immer davon handeln, dass wenn sie ihre Frau nicht kontrollieren können, dann sind sie kein ordentlicher Mann. Und das ist sozusagen immer implizit vorausgesetzt, du musst etwas der Praxis des Herrschens und des Besitzens können, damit du diese andere Praxis der Beziehungsführung auch kannst. Wenn ich
über, das wäre sozusagen die soziale ontologische Abhängigkeit. Ich würde, weil ich ja eigentlich auf eine kritische Theorie von Geschlecht raus will, aber versuchen, in noch einem breiteren oder grundlegenderen Sinne von Propertisierung zu reden, wo nämlich nicht nur da irgendwie zufällig eine Sache in der Eigentumsform verankert ist, sondern wo ich sagen würde, dass die These eigentlich ist, dass die moderne Eigentumsform paradigmatisch ist, letztlich für also breite Bereiche der modernen Gesellschaft. Also es ist nicht so, dass da einfach parallel alle möglichen Sachen immer in allen möglichen Sachen verankert sind, das auch, aber es ist interessant, über die Eigentumsform zu reden, weil ziemlich viele Sachen in ihr verankert sind. Butler macht ja den notorischen Punkt, dass Gender-Identitäten so grundlegend geworden sind, dass sogar Menschsein ihnen nachgeordnet ist oder in ihnen verankert sein muss. Das heißt, wenn sie nicht irgendwie gegendert oder als gegendert erkennbare Praktiken performen, mit Butler gesprochen, dann kann man sie gar nicht als Mensch erkennen. Und ich glaube, dieser irgendwie dramatische und auf einer bestimmten faktischen Ebene natürlich auch falsche Claim, der lässt sich ziemlich gut entschlüsseln, oder also was da damit gemeint ist, wenn man sagt, das ist eben ein Claim darüber, dass diese Geschlechteridentitäten so paradigmatisch sind, dass lauter andere Sachen in ihnen verankert sein müssen, damit sie überhaupt intelligibel sind, damit man sie erkennen kann. Sie müssen irgendwie dieses Schema miterkennen, damit man ihnen dann ein kleinteiligeres, anderes Schema zusprechen kann. Und letztlich, was ich jetzt hier mache oder sie versuche mitzuvollziehen, wäre ja unter diesen sowieso schon ziemlich groß ausladenden Claim noch drunter zu graben und zu sagen, naja, und unter diesen Gender-Identitäten, da drunter ist eben noch die Eigentumsform, die eigentlich das Ganze verankert oder die eigentlich paradigmatisch ist. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass die Theorien, die ich Ihnen eingangs skizziert habe, so ganz lehrbuchmäßig, also der marxistische Feminismus mit der Ausbeutungstheorie und auch die Normalisierungstheorie, auf bestimmte Weise selbst schon das Eigentumsparadigma voraussetzen. Diese ganze Geschichte, dass die Männer und dann letztlich der Kapitalbesitzer die weibliche Arbeit aneignen, die funktioniert ja nur, wenn man schon voraussetzt, dass es sowas gibt wie weibliche Reproduktionsfähigkeit, was aneignbar ist und was potenziell Besitzstatus hat. Und das hat auch einen anderen Status als das Eigentum, das der Arbeiter oder die Arbeiterin an ihrer Arbeitskraft hat. Denn das ist ein Eigentum, wo ich zumindest gleichzeitig Eigentümerin und Eigentum bin. Während diese weibliche Reproduktionsfähigkeit so konzipiert ist, dass die sozusagen, also es ist so Proto-Property on Legs, also da gibt es nicht noch der Besitzer, der muss immer noch gefunden werden. An sich ist es sozusagen herrenlos. Bei der Butlerschen Normalisierungsgeschichte ist es eigentlich auch so, dass die auf einer bestimmten Ebene die Eigentumsform repliziert, weil das ganze Paradox, mit dem sie startet, also die Idee, dass es diese eingegrenzten Identitäten gibt, die sich ständig selbst wieder herstellen müssen, indem sie irgendwas von ihnen Unterschiedenes unterdrücken, das hat eigentlich genau die Dynamik einer sozusagen vom Eigentum eine formierten Subjekt-Objekt-Beziehung, weil sie, um Besitzer sein zu können, immer was anderes, sie müssen eine klare Grenze ziehen zwischen sich und dem, was sie besitzen. Zum Beispiel können sie sich ihres männlichen potenziellen Besitzerstatuses nur sicher sein, wenn sie wissen, dass nicht irgendwas in ihnen auch so ein weibliches Proto-Eigentum ist, sondern sie müssen sozusagen ganz Besitzer sein, das andere muss ganz Gegenstand sein, es muss was anderes sein, damit man sich darauf beziehen kann und darüber verfügen kann, in der Weise, die eigentlich überhaupt erst wieder etabliert, dass man wirklich Besitzer ist. Oder zumindest, dass man wirklich den Anspruch hat, Besitzer zu sein. Denn der Clou dieser Konzeption ist ja, dass in den Geschlechteridentitäten
dieses Verhältnis irgendwann so verfestigt ist, dass es gar nicht mehr als soziale Beziehung realisiert sein muss, sondern dass es sozusagen reicht, die Zeichen dieses Verhältnisses aufzuweisen. Das wäre der nächste Schritt, also wenn wir uns jetzt fragen, wie funktioniert diese Übertragung, wie manifestiert die sich, was ist sozusagen die Ontologie dessen, dann kann man im nächsten Schritt nochmal das sozusagen weg von nur dieser einzelnen Abhängigkeitsbeziehung zu der Einbindung in die sozialen Beziehungen, die überhaupt die Voraussetzung dafür schaffen, unternehmen. Denn Eigentum ist ja klarerweise nicht, das hat schon Kant ausgeführt, immer nur dann gegeben, wenn ich es auch in der Hand habe. Innehabung heißt das bei Kant. Sondern vielleicht ist ja jemand von Ihnen stärker, dann ist es schon nicht mehr meins. Eigentum oder ist nur dann gesichert, wenn es auch als solches anerkannt wird. Insofern ist es eigentlich ein intersubjektives Verhältnis, eins zwischen mir und Ihnen. Sie respektieren mich als Eigentümerin dieses Stifts, nicht eine zwischen mir und dem Stift, der sowieso, also dem das alles auch egal ist. Und deswegen sind moderne Theorien des Eigentums, so seit Hofeld, immer so verfasst, dass sie sagen, eigentlich ist Eigentum ein Set, ein Bündel von Rechten, das einem intersubjektiv zugestanden wird über Dinge. Und dieses Bündel ist eben, also das, was ich vorhin schon über die moderne Eigentumsform gesagt hatte, das Bündel sind Rechte wie Verfügung, Nutzung, auf Englisch sagt man manchmal Agenda Setting, also bestimmen darüber, was damit passiert, das Recht der Veräußerung und das Recht zur Zerstörung. Damit man aber dieses Bündel von Rechten über etwas haben kann oder damit man diese Praxisnormen oder diese Regeln des Umgangs in Bezug auf ein bestimmtes Objekt überhaupt verfolgen kann, muss ziemlich viel nicht nur mit den Objekten, sondern auch um die Objekte rum passieren. Also es ist nicht einfach nur eine Übertragung von einer Praxis auf die andere, sondern es ist auch eine Verkettung von Anschlusspraktiken oder von Wartenberg nennt das Alignments. Manchmal braucht man nämlich ganz kompliziertes institutionelles und bürokratisches Zeug, damit bestimmte Sachen, die nicht so praktisch rumtragbar und in die Tasche zu stecken sind, überhaupt Eigentum werden können. Das schönste Beispiel ist Land. Land gibt es ja nicht, das ist ja nicht an sich schon was, was mit Grenzen auftritt. Und tatsächlich musste im 17. und 18. Jahrhundert und auch befördert durch ganz viele koloniale Experimente, überhaupt erst ein Katasteramt und ein Register geschaffen werden, um Land als etwas, was abmessbar, was abgrenzbar, was in verschiedene Stücke zu schneiden ist, so erfassen zu können, dass man jetzt plötzlich leicht einfach den einen Eigentümer wegstreichen, den anderen Eigentümer hinschreiben kann. Und dafür muss ganz viel geregelt werden. Zum Beispiel, wie viel Meter in die Erde und in die Luft gehören eigentlich dazu, zu dem Land? Oder gehört mir nur der Hafer, der da wächst? Oder auch das Karnickel, was da durchläuft? Und was macht man mit dem Wasser, was zum Beispiel aus einer Quelle kommt? Und die Wege, die da durchführen? Und also all solches Zeug muss geregelt werden und bestimmt werden und rein und raus definiert werden, bis man sowas hat, wie etwas, ein Objekt, was besessen werden kann. Und das selbst schon bei einem Objekt, was anders als Menschen nicht lebendig ist. Aber trotzdem ist sozusagen sehr viel an Anschluss und Umfeldpraxis nötig, um es propertisieren zu können. Bevor also das Schema des Eigentums auf die Ressource Land appliziert werden konnte, musste sehr viel passieren. Und das Interessante, und das bringt mich ein bisschen zurück zu diesem Punkt, weshalb ich Haslangers klare Trennung unterkomplex finde. Das Interessante ist, dass dieses Schema dabei auch in den Gegenstand eingeht. Wenn Sie jetzt an Land denken oder vielleicht eben beim Zuhören schon gedacht haben, dann stellen Sie sich immer sowas vor, was irgendwie schon so ein bisschen landschaftlich untergliedert ist und es gibt Hecken oder wo ich herkomme, gibt es Knicks und vielleicht so ein paar Zaunpfähle. Aber das sind ja eigentlich Zeichen oder Markierungen der Eigentumsform in der Ressource Land. Und diese da sozusagen eingewachsenen Mauern und Knicks und Hecken stehen,
legt andererseits genau wieder nahe, dass man sagt, naja, klar, das ist sozusagen eigentumsförmig. Da kann man sagen, von hier alles, was in dieser Hecke steht, das ist eben deins. Das legt sich sozusagen schon wieder nahe, das Schema des Eigentums zu applizieren, auch wenn diese Form der Ressource eigentlich sich überhaupt erst daraus ergeben hat, dass wir über so viele Jahrhunderte das Schema anwenden. Genau, Materialisierung. Im Grunde behaupte ich also, dass Weiblichkeit an Personen ungefähr sowas ist wie Knicks und Hecken an Land. Und nicht deshalb, weil womöglich Frauen so nah, so wie irgendwie wären wie Natur, sondern weil eben sowohl Frauen als auch Land in der Moderne propertisiert wurden. Man kann an dem Punkt jetzt schließlich zu einer differenzierteren und informierteren Analogie mit Marx und Lukács Verdinglichungsvorstellung übergehen. Nämlich die Vorstellung, dass etwas, das eigentlich erst durch eine soziale Beziehung konstituiert wird, also wir haben eben gerade gesagt, Eigentum ist eigentlich ein intersubjektiver Status, der nur durch die Anerkennung überhaupt Realität gewinnt, etwas, was eigentlich irreduzibel sozial ist, was eine soziale Ontologie hat, keine individuelle, dass sowas trotzdem notwendig erscheint, als sei es die natürliche Eigenschaft von einem Ding, Eigentum sein zu können. Das liegt einfach daran, dass da Hecken sind. Eigentum sein zu können, also sozusagen angeeignet werden zu können, das ist eben was, was daran liegt, wie Frauen so gebaut sind. Diese Möglichkeit, plötzlich Eigentum an etwas haben zu können, was eigentlich gar keine materielle Ressource ist, das kürze ich jetzt ab, das sage ich jetzt nur in einem Satz, ist etwas, was funktional ganz wichtig war, dafür ein riesiges Paradox, was mit der Instituierung der modernen Eigentumsordnung einhergeht, stillzustellen. Denn eigentlich ist mit dieser Art sozusagen Heiligsprechung des Eigentums und der Installierung von diesen, wie wir gesehen haben, durchaus auch emanzipativen Willkürsphären, ja, ein Prozess einhergegangen, wo die meisten Leute keine solche Sphären hatten, sondern es ist eben eine große Ungleichverteilung dieses Eigentums institutionalisiert worden. Und indem jetzt sowas wie fiktive oder Ersatz oder ich nenne das Phantomsphären von Eigentum geschaffen werden, die manchen, die eigentlich von der Verfügung über tatsächliche Willkürsphären, Verfügung über materielle Ressourcen, mit denen man auch was anfangen kann, ausgeschlossen sind, trotzdem gewährt werden, erreicht man zweierlei, nämlich einmal, dass die dann dass sozusagen trotzdem ein Diskurs herrscht, der den Eigentumsstatus unangetastet und unhinterfragt lässt und der so eine Art Kompensation leistet. Zweitens, und darauf weist Federici immer wieder hin, die Situation, in der die eine Hälfte der Besitzlosen dadurch, dass ihm immerhin ein Phantombesitz an der anderen Hälfte der Besitzlosen zugestanden wird, noch wunderbar benutzt werden kann, um die mit unter Kontrolle zu halten. Also sozusagen eine sehr geschickte Divide-and-Conquer-Geschichte. Federici selbst ist, glaube ich, in der Beschreibung dieser strategischen Probleme und Interdependenzen sehr erfolgreich. Was sie aber in dem Buch nicht so richtig in den Blick kriegt, ist, dass die Enteignung oder die Art, wie diese Ordnung hergestellt werden, sich nicht nur auf die Verfügung über die Dinge beziehen, sondern eigentlich auch davon handeln, eine neue Form der sozialen Akteure herzustellen. Und es gibt so einen witzigen Bruch in dem Buch von Federici, wo sie nämlich ziemlich viel über neue Körpervorstellungen, neue Subjektivitäten schreibt, aber da schreibt sie immer über die Subjektivität der Arbeitenden. Also da gibt es dieses ganze Kapitel zur Mechanisierung und dass man sich seinen Körper jetzt vorstellt wie so eine Maschine, die funktioniert und die in sowas wie einem Arbeitstakt überhaupt erst benutzbar wird. Das ist aber, würde ich sagen, nicht die entscheidende Geschichte zur Instituierung der Geschlechteridentitäten. Das ist die entscheidende Geschichte zur Instituierung der proletarischen oder der arbeitenden Identitäten. Und eigentlich müsste Federici nur ein bisschen genauer da hingucken, wo sie eigentlich eh die meiste Arbeit leistet, nämlich in der Hexenverfolgung. Und bei Federici ist die sehr stark einfach als so eine Art Terrorkampagne
um den Willen der aufbegehrenden Frauen vor allem, die die Allmende, also das verlorene Gemeingut und ihr Wissen um die Reproduktion verteidigen. Und es hat dadurch auch so ein bisschen was Nostalgisches, weil man sozusagen das, was man vorher mal hatte, verteidigt. Und dieser Wille sozusagen derer, die da irgendwie diese Gemeinschaftsgüter verteidigen und die bestimmte Gemeinschaftszusammenhalt verteidigen, deren Wille soll gebrochen werden. Ich glaube, dabei entgeht ihr aber, dass eigentlich die Hexenjagd selbst organisiert war, genau um eine bestimmte Fantasie und auch um eine bestimmte Furcht in Bezug auf die neue Eigentumsförmigkeit der Geschlechteridentitäten und der Weiblichkeit. Natalie Seaman-Davis hat im Zuge von einem ganz anderen und ich finde total unplausiblen Argument über die Hexenverfolgung zum Beispiel gezeigt, dass es sich keineswegs nur auf Hebammen bezog, das Stigma und die Verfolgung, sondern vor allem auf kinderlose Frauen. Also die, die sozusagen eine bestimmte Aneignung verweigert haben. Im Grunde kann man viele sozusagen der Paniken, die in der Hexenverfolgung mobilisiert wurden und in Gewalt umgeschlagen sind, als eine Art Unbehagen daran, wie man jetzt mit diesen neuen Objekten, die man da zu Hause hat, mit diesem neuen Besitz eigentlich umgeht und ob die sich eigentlich besitzen lassen oder ob nicht doch das Objekt, was man da hat zu Hause, vielleicht irgendwelche ganz unheimlichen Kräfte entwickelt, sozusagen irgendwie ein Fetisch der falschen Art wird. Und die beste Art, das zu fantasieren, war natürlich zu denken, die Frau ist besessen von etwas anderem. Und es ist eigentlich nicht als Verteidigerin der Allmende, dass Hexen verfolgt wurden, das ist englische Grammatik, it's not as, also Frauen wurden nicht als Verteidigerin der Allmende verfolgt, sondern als Eigentum des Teufels. Und ganz viele der Symbole gehen immer um diese Art Brandmarkung und diese, sie waren sozusagen schon das Neue, sie waren Eigentum, aber von dem falschen Eigentümer. Und viel sozusagen dieser Kämpfe ging darum. Und um jetzt vom Teufel auf die Revolution in meinen letzten Satz zu kommen, ich glaube, das Interessante an dieser Konzeption von Gender als Propertisierungseffekt ist, dass er einem auch eine bestimmte Emanzipationsperspektive naheliegt. Und die bestünde nämlich nicht, wie bei Federici, einfach nur in der Wiederaneignung von Commons, sondern man müsste gerade sagen, das Entscheidende ist gar nicht, ob das einer oder alle besitzen, das Entscheidende ist, in welcher Form Eigentum überhaupt konzipiert ist. Und man könnte Emanzipation aus dieser Perspektive als sowas beschreiben wie den Ausgang oder den Exodus aus allen Verhältnissen der Sachherrschaft. Danke.